Da hört man nicht zu. Damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot. Meine Wenigkeit ist Auto, Verkäufer. Ja, natürlich Hardadin. Wir spielen das Spiel Auto Sale Live F. Ich kann es nicht lesen. Wie gesagt, ja, mit dem guten Klunkertrag im Hintergrund. Ja, grüßt euch Leute, halt ein Simulator. Was sonst? Genau, wo man Autos verkauft. Das ist jetzt auch fantastisch, wie es wirklich heißt. Und, da fangen wir an. Hoffe ich. Vielleicht musst du auch erst auf zurück. Ja. Ah, okay, passt. Oh ja, über diesen Pullover. Vielen also, Dank, dass Sie... Bitte. Vielen Dank, dass Sie die Prolog-Version unseres Spiels heruntergeladen haben. Als Spieleentwickler arbeiten wir Tag und Nacht daran, Ihnen das bei bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Deshalb braucht dieses kleine Entwicklerteam Ihre Unterstützung für die Early Access Version. Unseres Spiels arbeiten wir an einer Vielzahl von Inhalten, einer großen Auswahl an Autos, einer lebendigen offenen Welt und verschiedenen Events, von denen wir glauben, dass Sie sie lieben werden. Deshalb ist es uns so wichtig, dass Sie unser Spiel auf Ihre Wunschliste setzen und uns Feedback geben. Das werden wir tun, meine lieben Freunde. Wenn es soweit ist und wir der Meinung sind, dass es gut ist. Wir werden sehen. Aber Feedback geben wir ja auf jeden Fall. Feedback geben wir ja auch in Form des Videos im Endeffekt, ne? Richtig. It wasn't easy to get to where I am. I had to make many sacrifices and I reap the rewards of those sacrifices. Everything happened the way I wanted. Till that day. Verlasse zu Hause und steige in dein Auto, um zur Arbeit zu gelangen. Hey, da haben wir auch schon eine richtige Bude, ne? Da sind wir auch schon weit gekommen als Autoverkäufer, du meine Fresse. Was ich komisch finde, dass die Bordwanne direkt im Zimmer neben dem Schloss, oder gut, das ist, naja gut, das ist nicht so üblich. Naja, vor allem kannst du nicht immer zuziehen, ja. Dusche auch gleich, kannst duschen, direkt ins Bett fallen, aber auch nicht schlecht, wenn du mal besoffen bist. Oh, ja, schicke Bude, ey. Meine Fresse, du. Alles sehr steril, neumodisch eingerichtet, ist jetzt nicht so meins, aber okay. Sieht ordentlich aus auf jeden Fall erstmal. Ja, guck mal, so ein bisschen japanischer Stil. Gefällt mir persönlich, aber... Ja, clean halt, ne? Sauber. Ja, kann nichts falsch machen. So, warte mal, ich wollte jetzt noch hier, wollte ich noch mal rein. Unser Arbeitszimmer, ja, Ankleidezimmer. Muss da haben, heutzutage, ne? Als Autoverkäufer von Welt. So, machen wir raus jetzt hier. Guck mal, was wir von der Kiste vorne wird bestimmt so ein... Altes Scheiß aus sein. Ach, eh ist okay. Schauen wir mal. Wenn, also noch da Bude gesehen, müsste ein cooles Auto haben, ne? Aber, You will see. Wir lassen uns überraschen. Naja. Okay. Also eher ein Styler. Okay. Na dann. Steigen wir hinten. F ist diesmal, okay. Zum Arbeitsplan, okay, mache ich. Okay, dann musst du den Motor erst einschalten, das ist natürlich auch mal cool. GS Huben, meine lieben Freunde. Vorsicht, hallo. Alter, fahr doch wieder ein Dennis Auto. Drift King, okay, das geht nicht. Vorsicht, muss ich in meine Garage. Ah, so. Achso, okay, du musst dann tatsächlich auch erst den Motor ausschalten, okay. Ja, mach ich. Für die Strecke braucht er kein Auto, das kann er zu laufen, ey. Moin Jungs, das ist ein sehr guter, Auto. Ein schöner Ford Focus. Hat genau 12 PS. Passt zu dir. Okay, die Qual. Aber hier zum Rumquatschen sind wir aber nicht hier, ne? Wir wollen ja Autos verkaufen, ne? Wurde ja nicht hier dumm rumgequatscht. Guck mal, steht mal. Oh, das war eine Kiste, ey. Zu Bochum, nicht schlecht. Ja, moin. Moin, Chef ist da. Also, ey, hallo, das ist mal die. Ich wollte gerade sagen, ja. John, kommt der Polizei. Here we go. Oh, oh, du. Moin, Jungs, braucht ein neues Polizeiauto. Ich hab alles da. Die besten Tage meines Lebens endeten mit einem Verrat von denen, die mir am nächsten sind. Meine Arbeit, meine Sache, mein Geld, alles weg. Jetzt ist es Zeit, von vorne anzufangen. Zur Rache.
Okay. Ja. Okay. Ja, alles gut. Ne? Das ist ja für wie sagt man? Ja, also nicht Need for Speed, sondern Vin Diesel Kollege. Naja, Fast and Furious. Fast and Furious, ja, Rache nehmen, jawohl, für die Familie und so. Ey, lass mal, ja. Genau, Rache nehmen für die Familie, ja. Leute, schreibt mal rein, wer einen neuen Fast and Furious gesehen hat, und jetzt setze ich mich ganz tief in den Nesseln, aber ich fand ihn unglaublich schlecht. Fast and Furious 10. Weil wir gerade beim Thema sind. So, moin Jungs, und läuft alles bei euch, ne? Drogen machen wir dann später, ne? Weil die gucken gerade zu, du weißt, wie es ist, ne? Alles klar, läuft, ja. Ah, ja. Das ist der Karl hier. Der ist auch ein bisschen. Ist ein bisschen zickig, aber mit dem kommst du klar so, wenn du den hier und da mal was unterjubelst. Moin. Ja, so wieder der Karl. Ja, nochmal der Karl. Ja, der kann jetzt auch Multitasking fährt, der kann überall auftauchen, ja. Okay. Der Anwalt, Better Call Saul hier. Also. So, gibt's doch schön Habba Habba jetzt, ne? Ja, endlich mal was zu fressen hier. Ja, nur gesunde Nahrung im Knast, dann beschweren die sich immer, ne? Mach ich. Darf ich mich hinsetzen, wo ich möchte? Natürlich nicht. Karl. Moin. Ja. Na, hau mal rein, ja. Mops rein, ja. Ja. Im Übrigen, also, jetzt Übrigens möchte ich noch anmerken, wir könnten jetzt vielleicht die Musik etwas hochstellen. Im Menü war sie wieder unfassbar keine laut. Musik. Ja, aber die Effekte, also das. Ja, gut. Sonst wird sich wieder beschwert und wird wieder gesagt, man hört doch ja nicht, Mensch. Naja, gut, ich weiß nicht, ob es so interessant ist, dass jemand läuft, aber. Ja, ich glaube, Gesamtlautstärke reicht hier. Das denke ich. Weil wenn der redet, war es ja dann verdammt laut. Wenn er seine Lebensgeschichte erzählt. Naja, jetzt hört man auf jeden Fall mehr. So, Zelle 204, das ist meine. Guck mal, aus Red Dead Redemption ist auch hier. Alle vertreten hier. Globale Rollen, alles am Start. Oh, ja, so. Wenn wir jetzt illegale Autorennen fahren müssen, um das erste Geld zu verdienen, ist wirklich geil. Regaining my freedom. I have been confined within the walls of a prison for a long time. Having to confront the mistakes in my past. I have spent days filled with regret. But now it's time to leave it all behind. Today, I am heading towards the city. Gathering the courage to make a fresh start. Na dann mach mal. The new life, leaving this past behind. I have decided to take steps to fulfill a passion that I have nurtured within me for years. I want to open an art gallery in the city. My passion for cars and the thrill of the sound of engines show me that I must pursue this endeavor. I want to take control of my life. Right, my own destiny. Na ja. Ja, was für eine epische Ansage. Wahnsinn, ne? So, raus aus der Bude jetzt, ja. Nicht so leicht. Wir sind ja nicht im Gefängnissimulator, wir wollen ja Autos verkaufen. Oh, ist auch cool, hat man auch schon. So, moin, so, warte auf, ja, meine Gegenstände nehmen wir mit. Der war so kacke. Ja, der Gefängnissimulator war wirklich, also der war richtig mies. Richtig geil. So, sind wir wieder an frischer Luft. Ja, kann man wieder den nächsten Verbrechen planen. Also es ist von Autoverkaufssimulator, ich möchte ja jetzt schon mal sagen, ist schon ein bisschen dick aufgetragen, ne? Also du denkst jetzt alles Mögliche, was jetzt kommt, was du jetzt wirst, Mafia-Boss oder whatever, ne? GTA-Style halt. Ich wollte gerade sagen, ja, Saints Row oder sowas hier. Saints Row, ja, dann wirst du Autoverkäufer, ne? Ja, na, auch schnuckliger, ja, ne? Das Auto. Ja, du hab Heaven, scheiß drauf, wir machen neues auf, das wird viel besser. Sehen, jetzt bin ich ja da. Was soll da passieren, Junge? Ja? Was ist ein kleiner Horn in deinem Kopf? Das kann ja nur schief gehen. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, nice. Ja, er braucht ein bisschen, ne? So, wir mussten uns natürlich ein bisschen runter reduzieren, wenn man die erste Wohnung anguckt. Aber ist auch schön.
Ist auch schön. Ist halt ja, pragmatisch. Ne? Ich bin immer großer Saw-Fan. Ja, dann können wir schon mal unsere Bomben zusammenbauen. Ja, die habe ich abgedeckt. Weil ich noch streichen will hier. Renovieren, aber schon gerade ewig keine Zeit, deshalb ist immer noch abgedeckt. Ja, ist richtig. So. Fernseher da. Saugt, das sind die neuen Fernseher. Kannst du Bild einfach dahinter schieben? Da hat man dann Standbild quasi. So, kann ich den Schlüssel nehmen? Ne, ich muss raus, ne? Ja. Schön wieder frei zu sein. Herrlich. Und unseren Aufgaben nachzugehen, wo ich keine Ahnung habe, was das soll. Geschäftssternewertung 1. Okay. So. Gibt es hier irgendeine Aufgabe? Ne. Wahrscheinlich bei dem. Ey, das ist doch der Kollege aus dem Knast. 30.000. Ja, mir ein Glück. 35, ne? Ich sehe nicht, weil es das Symbol oben ist. Ja, warum mache ich? Gib doch mal auch gleich Computer mit. Ja, Computer gib mit. Deiner Galerie einen Namen. So. Ach, guck an, du. Aha. Meine, für 750.000, also leck mich doch am Arsch. Galerie Upgrade gibt's auch noch. ...5.000 haben wir noch. Ja, musst ja auch ein Auto kaufen mal dann, ne? Musst du bedenken. Oh ja, das will ich. 15.000, leck mich doch. Ja. Name der Galerie, na, dann sag mal was. Ich habe keine Ahnung, ist deine Galerie. Ich habe mit Autos nichts am Hut. Legendär. So, ja, was ist das? Ich bin auch nicht gut in sowas. Jetzt muss ich dann, also doch, hier drauf gehen nochmal. Okay. Was, wo muss ich jetzt drauf gehen? Muss ich nicht Auto kaufen? Stand da nicht Auto kaufen? Ja, da stand dort Auto kaufen, ja. Da geht doch hier gar nicht in dem Menü. Vielleicht ist es auch hier nicht und das war einfach nur ein Fehler. Gelange mittels Taxi T zum Automarkt und kaufe deinen ersten Wagen. Dankeschön. Gut. So, mach ich. T. Autoshop, Autoservice, Parkplatz. Ist mein Zuhause, meine Galerie. Ne? Dann ist es natürlich hier. Hin geht's. Jetzt kaufen wir uns erstmal einen schönen Polo. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die 5000. Na, oh, das war ganz schön teuer. So, geht zu kaufen ein Tat Uno. Tat Uno. Ein Tiat Uno, also der Fiat Uno. Punto. Ich will aber den. Den nehme ich. Das ist er. Ja, das ist er. Oder der, weiß ich nicht. Was ist, sollte hier was ist hier Tiat Uno? Das sind die, das Kaufsymbol dran. Oh Gott, was gibt's hier alles? I ist Skills. Oh mein Gott. Experts. Sie wird auf Level 10 freigeschaltet, wenn du Fahrzeuge verkaufst. Kannst du sehen, ob dein Preis hoch oder angemessen ist. Denke daran, ein hoher Marktpreis verhindert, dass du das Fahrzeug verkaufen kannst. Oh. Das wollte ich gar nicht machen. Payments. Diese Fähigkeit erlaubt es dir, das Geld für die Inspektion zurückzuholen, wenn diese Auskunft des Verkaufs über den... Okay. Die Fähigkeit ermöglicht besser vorhersagen. Ja, brauche ich jetzt Skills? Also soll ich ja weitermachen oder was? Ja, mach ruhig voll. Okay, jetzt haben wir noch zwei. Noch zwei über. King of Sale. Ich könnte schon... Ich habe keine Ahnung, ich mach's, das ist mir jetzt egal. Erstmal. So. Gut. Habe ich. Und wie kann ich jetzt. Skills J ist Jobs, Taxi, Map, Interact. Mach ich ja, wie geht das? Achso, muss ich bestimmt mit da reden, ne? Oh, moin. Nehme ich. Hello. Welcome. Moin. Nach dem Zustand des Autos fragen. Wie geht es? Oder kann ich das nicht machen? Du brauchst mehr Erfahrung, um das zu machen. Okay, also muss ich den ja zwangshaft kaufen. Anscheinend. Okay, deal. Ja. Passe deinen Wagen an und stelle ihn zum Verkauf.
zum Reparaturdienst. Okay. Weiße Felgen hat er schon mal. Ja, was willst du mehr? Meine Güte, ey. Oh, du dummes Schwein, Alter. Ja, jetzt musst du auch ein bisschen aufpassen. Okay. Was ist das für eine Kiste? Ja, ja. So, naja, gut, okay, da haben wir natürlich jetzt, ist natürlich scheiße gelaufen jetzt. War immer davor geschnitten. Gut, da hat man eine Versicherung, wenn man sie braucht. Die da nicht eingreift, ne? In dem Fall wärst du ja dran schuld gewesen, nicht der. Also. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf welcher Seite stehst du? Des Gesetzes. Wenn ich großer Chef bin, bist du raus, sag ich dir. Bist gleich raus. Du hast mich bestimmt verraten an den Bullen, deshalb sollst du ewig im Knast. Ja, nö, zu Recht. Du musst dir die scheiß Äpfel fressen. Mach ich, warte. Alter Schwede, ey, eine Kiste. Eine rische Winterhure. Ja, hatte ein bisschen was. Wie viel hab ich denn noch? Gut, ja, musst du eh machen. Passe deinen Wagen an, dann stelle ich ihn zum Verkauf. Naja, ich muss ja erstmal zu mir fahren, oder? Auto schmutzig, okay. Bringe jetzt deinen Wagen zur Galerie und stelle ihn über deinen Computer zum Verkauf. Okay. Ja, da war auch eine Hütte, ey. Aber du schmutzig, wir können es wahrscheinlich auch waschen. Ne? Egal jetzt. Gut, dass wir eine Galerie gleich um die Ecke gefunden haben gegenüber unserer Wohnung. Das ist natürlich sehr gut erstmal. Ja, wart's noch mal ab jetzt. Na, stopp. Ist auch schön, dass er im Wagen immer aussteigt. Also eine Knitte, ey. So, ja, das wirst du sehen. Das wird unser erster Dollar, den wir verdienen. So, pass auf jetzt hier. Was ist das? Werbung. Mach ich dann gleich. Ja, mach ich. Autobeschreibung. Wenn du zu hohe Preise für dein Fahrzeug verlangst, werden keine Kunden kommen. Okay, Kaufpreis ist 2236. Kosten übernommen. Ja, das ist, glaube ich, der Reparaturkosten waren 754 und der Kaufpreis waren 2236. Guck mal, sind wir noch grün, ey. Nur dann. Okay. Ernsthaft jetzt? Okay, das ist zu viel. Machen wir mal. Ne, das ist zu viel, okay. Jetzt, ach so, okay, ich hatte eine Null immer vergessen. Also machen wir mal 3500. Ach, das ist. Macht er 4,5. Mach da, dann machen wir das. So, keine Kiste wieder, bis auf. So, na dann. Schwappen. Okay, wie komme ich jetzt wieder raus aus dem Menü? Bestimmt drüben auf den Exit-Button. Also, ja. Ja. So, Werbung. Was kann man machen? Werbung in sozialen Medien. Aha, okay. Und dann gibt es noch sozialen Medien. Anschlag. Bretter. Kannst du auch noch machen. Okay. Nicht schlecht. Geschäfte. Parkdienste. Autowäsche kann man auch noch anbieten dann später. Nicht schlecht. Rechnungen. Da gibt es auch noch nichts. Da haben wir nichts. So, na gut. Okay, dann gucken wir mal, ne? Obwohl es viel nicht ist, ne? Das müssen wir mal gucken, ob man dann, wenn du für 4,5 das Ding verkaufst. Ne, ist nicht viel. Aber ich konnte ja nicht, oh, bei 5 war ja schon gesperrt. Na, schauen wir mal. Na, 1,5 machen wir plus dann. Ja. Soll man höher gehen, denkst du? Das, was geht, geht, weil wir hatten ja jetzt 2200 haben wir für das Auto gebraucht. Nein. Gekauft. Ich weiß halt nicht, ob wir dann das nächste.
You cannot was? Weil da ist er was? Okay, es ist ein Customer da. Alles klar. Einer will es schon kaufen. Schnäppele. Ah ja, guck an. Oh Gott. Hab ich doch. Na, kauf's doch. Doch, Elf. Verstehe nicht. E muss ich drücken, nicht F, ihr Deppen. So, Kilometerstand ist... Oh, das sind die Kilometer, 251.000. Gangschaltung manuell, okay. Mein Angebot ist... Nee. Nicht genug Fähigkeitspunkte, um Angebot zu verhandeln. Mir doch egal. Ja, aber das bringt ja nichts. Bei 3 irgendwas, da hat man ja... Nee. Der Preis muss im Grunde genommen höher sein, grundsätzlich. So was geht halt. Weiß nicht, ob bei 5 war es bei 5.000 oder bei 5.500 war das Aschirot, ging das nicht oder? Naja, 5.500 ging nicht mehr. No. So, es gibt's auch. Na gut, vielleicht muss da Pen gehen, ne? Das ist ja Friem 1. So. Anzeige! Anzeige ist raus. Habt ihr das gesehen? Hab mich angefahren. Du Schwein, du. Ja, da liegt sogar noch der Teppich. Ja, kann man bitte schlafen auf. Oh Gott. Wie viele Stunden. Wie viel war es? Im Eins war es früh, glaube ich. Sieben Stunden reichen. Leute, wollen auch noch Geschäfte machen. Jetzt haben sie mein Auto geklaut. Pass auf. Oh ja, guck mal, das nächste. Verpisst euch, ich muss den Preis hochsetzen. Ach, der Waschanlage wäre nebenan gewesen. Ach, scheiße, naja, gut. Da hätten wir es vielleicht, das ist wahrscheinlich auch abhängig. Wenn du es dann noch sauber machst, kannst du noch mehr verkaufen. Ja, moin. Ja, das machen wir. Yes, good deal. So. Gut. Okay. Ja, moin. Drei Standardforderungen haben wir es gekriegt. Ja gut, du musst ja auch mal ein bisschen gucken, dass du dass du irgendwas machst. Gerüchten zufolge hat der Partner, der dich verraten hat, ein Autohaus namens Audiohub herangehoben. Da frage jemanden in der Stadt. Du kannst deine Nachforschung beginnen, indem du einen Punkt M ausgabe machst. Okay. Oh, voilà. Ja, ist okay. Ne, mach weiter, um Gottes Willen. Okay. So, M. Gott. Jetzt hier hin. Alter. So. Was ist das? Könnte das da sein? Möglich. Und Skills haben wir wieder wahrscheinlich. 3 Stück. Guck an. Dachten einzuschalten. Boah. Kaufen Sie Lebensmittel auf dem Markt neben der Galerie. Sie können das in Ihre Tasche finden, um es zu essen, wenn Sie hungrig sind. Ach ja, Oma ist ja noch Essen und Leben und Ausdauer und Müdigkeitsanzeige, stimmt. Wo ist jetzt neben meiner Galerie? Ist doch hier, oder? Warte mal, ich will mitfahren, ich habe kein Auto mehr. Nein. Vielleicht hier an der Tankstelle? Hier drin oder was? Gut, okay, das könnte sein, ja. Ding dong, moin. Ah ja. Okay, Kosten 20 und Hunger 10, 25. Das sieht doch gut aus, ne? Sushi? Was ist das, Alter? Kostet Nemo essen. Ja. Haben wir 25, macht aber 35.
Ja. So. Danke. Kaufen und verkaufen Sie zwei Autos im Automarkt. Jo. Euch. Ja, 25 Dollar kostet das Taxi. Bis dorthin. Oder 25 Credit Points oder wie auch immer. Willkommen. So. Porsche PT. Und darauf stößt. Es zu kaufen wird deine Reportionen erhöhen. Geschätzter Marktwert 100. Ja, nee. Bringt uns nix. Kann er mal den Kredit aufnehmen? Ihr Flachwichser, wollt mich verarschen oder was? Alter, 50.000 in der Klatt, das will ich haben. Hello, was kostet die Scheißkiste? 2.000. Scheibe oder was? Du hast den Schuss nicht gehört. Verhandeln! Kann das richtig, ey. Kannst du schon Portier noch holen? Hello, welcome. Nee, er stracht nicht. Das wird nix hier drüben. Du musst, die waren alle nicht in deiner Preisregion, so ehrlich gesagt. Ja, aber ich soll sich Autos kaufen. Ja, aber also optisch gesehen würde ich sagen, ist doch keins davon in deiner Preisregion. Gab's, aber es gab ja nur den Automarkt. Ich weiß nicht, vielleicht war ja irgendeins dabei, was, aber optisch gesehen sah es überhaupt nicht so aus. Nee. Muss sie dort graben anscheinend. Ja. Irgendeins muss im Rahmen sein, das wir uns kaufen können. Oder der Verkaufspreis, den wir angenommen haben beim ersten Auto, war halt zu niedrig. Nee, aber ich habe wie gesagt, 10.000 oder so ging ja schon nicht mehr. War schon zu viel. Ja, aber von 4,5 zu 10.000 ist halt noch ganz schön ein Schritt, hä? Na, aber 5 ging doch auch schon nicht, war doch gut. Hey, hast du gesehen, welcome. Du? Ja, aber habe ich wirklich nicht gesehen. Aber wenn du das sagst, dann ist es so. Na, was könnte dir hier 5,5 kosten? Na, ganz ehrlich, hello, eigentlich welcome. Gar keins. Nee, glaube ich auch nicht. Hello, welcome. Maximal da ganz vorne, linker Hand, der Lilan. Obwohl, das ist erst nie ein. Nee. 5.000 niemals. Hello, welcome. Tja, das war's mit Kaufen. Spiel vorbei. Ja. Wie konnte ich die... Oder sind nicht auf der Karte, guck mal, auf der Karte sind doch auch irgendwelche Symbole mit so Auto, oder es ist verschiedene Symbole auf der Karte. Also rechts oben, meine ich, auf der Minikarte hast du diese blauen Symbole. Sind das vielleicht kleine Autos zu Privatverkäufer oder sowas? So sieht es zumindest aus. Keine Ahnung. Ach nee, das ist deine. Ach, das sind deine Buden. Ah, okay. Mhm. Oder Ausrufezeichen. Echt nervig ohne Auto. Als Autoverkäufer ohne Auto ist hier echt beschissen. Oh. Das stimmt wohl. Ich denke, dass das Angebot wechselt von Tag zu Tag. Das wollte einfach Pech haben. Das kann sein. Aber also ich sag mal, selbst bei 15.000 zwei Autos zu kaufen, ist ja... Also 15.000 hat er nicht genommen. Jetzt sagen wir mal, wir hätten unser Auto für 7 verkauft, da hätten wir 9.000 gehabt. Hätten wir aber trotzdem kein Auto gekriegt. Ja, beziehungsweise nicht. Hätten wir trotzdem nicht gekriegt, auf keinen Fall. Nee. Also, weiß ich jetzt nicht genau, was der Entwickler sich jetzt denkt, aber... Ja. Ich meine, grundsätzlich ins Bett gehen und so kann man ja immer. Ist ja egal. Am nächsten Tag gucken und auf dem Automarkt gucken, ob was Neues da ist. Das ist ja kein Problem. Hier ist ein Ausrufezeichen, siehst du das? Das Ausrufezeichen ist übelst weit weg. Ja, aber hier ist doch Anzeichen. Hier. Ich würde sagen, das ist auf dem Dach einfach, oder? Ah, okay.
Okay, ja. Ach, Morga hast du gesetzt. Nee, Morga habe ich gesetzt, ja, weil ich dachte, das wären Kichels aber nicht mal weg. Wie geht das weg? Oh, muss ich das so drin laufen? Damit es weggeht wahrscheinlich. Ja, ich dachte, das wären. Es sah aus wie ein I, weil da ja gesagt hat, ich soll Informationen einholen, dachte ich, Ausrufezeichen. Also Informationen I, Ausrufezeichen. Aber du stimmt, das ist bloß Wurpus auf dem Dach. Na, hier ist der Auto-Hub-Heaven auf jeden Fall. Das Schwein. Wo hier? Nee, geradeaus. Da. Da hat vielleicht ein paar ältere Kisten. Der ehemalige Arbeitgeber. Darf ich aber nicht rein. Da wäre es. Ja, okay. Ja, sieht gut aus. Ja, wird aber wäre wahrscheinlich eine Option da, ja, aber. Nee, naja. Dann ist das halt so, ne? Ja, das Informationszeichen ist aber, muss hier in der Nähe, es kann immer weit weg sein. Irgendwann. Ich sehe es schon kommen. Dann ist das so, meine lieben Freunde. Das Ausrufezeichen ist in dem Haus. Wo ja, das ist mein Marker, den ich gesetzt habe. Das ach, das ja ist dein... Ach, das ist so... Okay, alles klar. Ich dachte, es wäre ein Ausrufezeichen, hab deshalb den Marker gesetzt. Echt doch, echt doch. Ja, fahr einfach mit dem Taxi M oder was, oder wenn es nicht so weit weg ist, lauf hin, schlaf noch eine Nacht, was willst du machen, kommst du da eh nicht. Dann müssen wir halt hoffen, dass am nächsten Tag mehr dort ist. Ja, günstiger halt, ne? Ja, genau. Hilft ja nicht. Wie spät haben wir es? 19.49 Uhr, also 20 Uhr. Naja, dann. Oder? Ja. Ja. Wir zwar schon mit dem Taxi in den Haar fahren, sondern eine Ableiter. So. Ach, dann macht das 9 Uhr auf. Was ist die Autoservice? Car Service. Ich glaube, das sind die, die das repariert haben, ne? Okay, Parkplatz. Was ist ein Parkplatz? Kaufen die da vielleicht auch Autos? Ach, scheiße. Auf dem Parkplatz? Einfach. Ja, gab es in dem anderen Spiel auch. Da hat es doch auch den offizielles Autoverkauf. Und, ne, okay, da kannst du Autos einparken. Ja. Das hieß doch, blau. Ich glaube, das kannst du dann nur kaufen, damit du halt wieder verkaufen kannst. Also Parkplätze verkaufen sozusagen. Mieten. Ja. Pachel, ja immer. So, sind wir schon mal 75 Dollar losgeworden. Ja, aber ich, wie gesagt, bei dem anderen Spiel war es ja also, du konntest offiziell und inoffiziell Autos kaufen. Wie spät ist es? 6:45. Ja, stimmt. Na ja, dann. Besser. Boah, nee. Okay. Brechen wir einfach ein, oder? Das hat euch cool gemacht, wenn die Bullen dann kämen. Nee. Okay, also Taxi ist TM, haben wir schon Interaktion, haben wir Jobs. Was ist Jobs? Das haben wir noch nicht gedrückt. Aha. Kurier kannst du auch machen. Uns, ich wollte gerade sagen, wir könnten uns auch Geld nebenbei verdienen, aber es ist nicht aktiv. Müssen wir wahrscheinlich in unserem Dings machen, in unserem Garage. Was ist denn jetzt? Achso, nee. Oder brauche ich das fürs Bewerbungsfoto? Das sieht aber aus, ey. Ja, das ist doch gut. Finde ich gut. Take-Foto, ja. Nice. So, da haben wir noch Skills, haben wir keine mehr. Back hätten wir noch und Musik. Was sagen die jetzt? Wir haben mal Zeit. Ich glaube, da wird die Zeit nicht weitergehen, wenn du drin bist. Moin Jungs, könnt ihr mal mit Leo aufmachen, bitte? Ich will der Allererste sein. Na gut, es könnte jetzt natürlich sein, dass wir zurückgehen, eventuell an den Computer gehen, auf Jobs, dass wir dann vielleicht einen Kurier machen können oder so.
wirklich. Nur eine Stunde, dann ist es auf. Dann laufen wir mal schnell zurück. Den Rest willst du noch zurückladen. Dann haben wir noch eine Stunde Zeit. Ach. Diese wunderschöne Musik, was soll passieren, ne? Was soll passieren? Klingt so ein bisschen wie Driver oder so von der PlayStation 1. Ja, hat also ein bisschen was, ne? Oder schlafen jetzt einfach noch 10 Minuten. Ah, ich schon den Job gerade angefangen, aber leider müssen wir zurück, denn die machen gleich auf. Moin. Die Stadt erwacht jetzt, es kommt endlich ein Mensch. Habe ich gar nicht gelesen, das Musik. Ich habe das zwar gelesen, aber ich habe das erstmal nicht für bare Münze genommen. Ich habe grün. Ich bin doch falsch gelaufen, ne? Ja, vorne ist, oder? Ja. Ja, schauen wir mal. Gut. Gehen wir mal, dass ich all die Kisten rankomme. Ja. Ja, da ist ein Trabant oder irgendwas, ne? Oder so, ne? Ah ja, haben wir schon mal einen Bund. Ah, siehst du. Ah, siehst du. So, was kostet die Kiste? Ja, das. Hello, welcome. Den könnten wir uns leisten, auf jeden Fall. Den werden wir uns auch leisten können, die zwei. Und hello, den welcome. Wahrscheinlich auch. Drei, ach, aber wir brauchen ja zwei. Ja, also zumindest ihn. Also ihn und dann halt wieder ihn mit dem nächsten Preis zumindest. Na dann, sag, welchen kaufen wir? Das kannst du dir aussuchen, du bist Auto-Fan, ja. Nicht, du sagst aber, welchen kaufen wir. Ich finde, sagen wir mal, wenn es um die Optik geht, finde ich den hinten ganz geil. Den, ja. Hello, welcome. So. Na gut, dann. Okay, deal. Ja, müssen wir mal gucken, was da noch reparieren muss. An dem Schnüttel. Hoffentlich nicht zu viel. Aber hübsch sieht aus. Mhm. Ich kann aber die Kamera nicht umstellen. RF0408. So, jetzt haben wir die 1000 Euro dann los. Was haben wir jetzt bezahlt für den 4 irgendwas, ne? Ja, steht aber auch dann dort, wenn du es wieder verkaufst, was du bezahlt hast. Also das Gesamtpreis. Gut, geht nicht mehr. Moin. Dadurch, dass er so ein Auto-Freak ist, könnt ihr theoretisch einmal einfach selber das bauen, oder? Naja, das kommt bestimmt alles noch. Ein Knüttel, ey. So, jetzt erzähl uns jetzt eine gute Neuigkeit. Ach du Scheiße. Ich hab's Parsec-Symbol, ich seh nicht, wie 497 hast du noch. Jetzt hast du noch 112. Ja. Hauptsache das Interieur stimmt, ne? Der Motor muss ja nicht passen. Hätte ich mal eh nicht leisten können. Nee, weil du das Bodykit gemacht hast. Aber ist halt geil. Tuning, jawohl. Ab ins Tuning. Moin. Ich habe keine Kohle, aber ich wollte mal gucken, ob das geht. Aber es geht tatsächlich cool. Ach, guck an hier. Hat das auch nicht schlecht gemacht. Wir wollen den Motor jetzt einfach tunen. Ja. Da wirst du wohl nicht hinkommen. Ah, kannst du groß Kennzeichen machen oder was? Oh, guck an.
$100. So, was haben wir hier? Nitro. Okay. Und Spoiler. Okay, krass. Aber cool, dass es geht erstmal so. Ja, kannst dann auf jeden Fall bitte was machen. So ist es nicht. Bei dem Kollegen müssen wir aufs Maximum des Verkaufspreises gehen. Definitiv, ja. So, da fahren wir zur Galerie. Gucken wir mal, was wir kriegen für die Kiste hier. Bip-bip. Vorne frei, Kartoffelbrei. Ich hätte über einen Ecken am besten. Mensch, fahr doch mal zu, Junge. So, brauchen wir keine Faxen. Ja, mach ich doch. Halt doch an. Das ist ein bisschen tricky, das geht nicht immer. So. Gucken wir mal, was wir kriegen für die Kiste. Wir werden auch gleich mal gucken, ob es Jobs überhaupt gäbe, weil da könnte man uns ja nebenbei Geld verdienen. Austausch. Was ist ein Austausch? Hä? Börsenkurse. Oh, krass. Das sind wahrscheinlich Aktien, oder? Also es ist einfach wahrscheinlich falsch übersetzt. Nicht Austausch, sondern Aktien oder so. Oder halt Glücksspiel. Naja, gut. Ja. So. Dann. Ja, das wird schon eng. Meine geht. Ja, was ist da? Die brandeln dich eh nochmal runter. Ja, also Leute, machen wir auf jeden Fall. Es ist das Maximum, was noch grün ist, dann machen wir das so. So. Jut. Dann kauf die Scheißkiste, du. Da hat man aber schön Plus gemacht. Was auch nötig wäre. Ja. Beim bunten Blunker. Legendärer Name. Ah, so, naja. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich jetzt Kauf abbrechen drücke, kommt bestimmt gleich wieder ein Customer ist. Already. Ich sehe gerade, ich habe nur noch 33 Essen. Tack. So, ich habe ja nur noch 77 Dollaros. Das wird schon eng. Macht 120, sind wir wenigstens auf 55. 5. Naja. Naja, das hilft ja nicht dann. Nee. Hilft nicht. Sind wir schon an der Kotzgrenze, das kann man nicht kein Essen mehr leisten. Obwohl, da muss ich auch sagen, ob sie das hätten unbedingt einbauen müssen. Nee. Dein Preis? Ja, naja, ist doch okay. Okay, Deal. Okay, Deal. So. Ja, gucke. Da. So, was ist jetzt diese Fähigkeit? Ob das Geld für die Inspektion zurückzuholen? Aha. Okay, aber das wird, du musst da mal gucken, es wird immer erst auf Stufe 10, Level 10 freigeschaltet, ja, überhaupt, ja. Da muss man halt sehen, was sich lohnt. Ohne einen Experten aufsuchen zu müssen. Die Änder, die damit, wenn du hier wenig in Fortschritte bist, kannst du den Schadenszustand des Wagens einschätzen, ohne einen Experten hinzuzuziehen. Okay, also wir könnten, bevor wir den kaufen, halt jetzt schon sagen, okay, da ist aber das und das kaputt, deshalb gebe ich schon nur so und so viel. Hm. Ansonsten kannst du einen Gutachter einschalten. Zum Beispiel. Ermöglicht die profitable Verhandlung ein Sicht ist die Schaden zu diese Wagen Gutachten.
Käufer nicht so schnell wütend, wenn sie deine Angebote ablehnen. Naja gut, bringt uns ja erstmal nichts, weil wir haben ja, können ja keine Angebote stellen. Ja, weil man braucht ja auch 100 Punkte, ne? Mhm. Ja, man könnte es auch rückgängig machen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, weiß ich nicht, ob irgendwas... Also das Angebot verhandeln ist auf jeden Fall top. So, gut. Jetzt wieder zum Automarkt. Wie spät ist es? 19 Uhr. Gucken wir mal kurz, wann der schließt. Musst aber schlafen gehen. Naja. 20 Uhr schließt er sowieso, okay. Ich habe gelernt aus meinen Knochenbrüchen. Mhm. Du gehst jetzt 14 Stunden schlafen und dann geht's los. Na, machen wir das Maximum halt. Hm. 14 Stunden gepennt. Wenn ich sagen würde, jetzt hat man eigentlich gerade gute Angebote beim Auto. Was ist jetzt? Silvester, Jahr rum oder was? Also was man dem Simulator ja nicht abstreiten kann, dass es immer mal wieder Überraschungen gibt, ne? Jo. Nicht schlecht, keine Ahnung, was da los war, aber... Gut, wir könnten jetzt das Carwash zum Beispiel mal gucken. Nee, brauchen wir gar nicht mehr. Machen erstmal die Autos. Ah, toll, jetzt wollte ich gucken, jetzt ist alle oder was. Super. Gut. Das geht einfach schneller, Leute. Ja, die 25 Dollar Reisen machen es gerade nicht fett. So, da siehst du, da sind doch schon ein paar einige Schneckchen am Start hier. Oh ja, das war nicht schlecht. Wir haben jetzt 8,5. Reicht nicht bei dem, ja? Hello, welcome. Nee. Ja, moin. Hallo, welcome. Mhm. 5, die wir mehr haben als vorhin. Hallo, welcome. Hallo, welcome. Okay, all right. So, jetzt könnten wir uns zweiten Kamera ein bisschen die reparieren. Und ich weiß ja auch nicht, wie ich die, muss ich die dann noch abholen? Hello, welcome. Ich denke. Nur eins, komm, scheiß drauf. Okay, alright. So. Der muss auf alle Fälle gewaschen werden, der Kollege. Ja. Auto schmutzig, Auto beschädigt. $2000, ich weiß jetzt schon wieder, dass das wieder eng wird. Wird eng, ja. Aber du kannst ihn ja auch so verkaufen, wie er ist. Ist halt bloß weniger, denke ich mal. Ja, na klar. Warum für ein Auto bezahlen, was dreckiges, viel Geld, das ist ja cool. Ja, wenn ich mal selber sauber mache, das ist wirklich. Dann Glas mit Tune. Moin, ich wieder. Was kaputt an der Scheißkiste? Alles wieder, oder? Oh Gott. Insgesamt wären es 1,5, wenn du eine komplett machen lässt. Ja, du bist auf dem linken Bildschirm, warte. Ah, jetzt, ja. Machen wir, weil der bringt ja eigentlich Geld. Der andere, wenn der jetzt nicht ganz repariert ist, denke ich mal, ist egal. Diese Steuerung, wie das. Ja. Wo war jetzt meine Autogalerie? Da hinten, glaube ich. Da, ja. Entschuldigung. Ach so. So streck ich das Auto, muss ich gleich niesen, Leute. No. Das sieht schon echt übel aus. Waschen kann ich den noch gar nicht, oder?
Weil es auf jeden Fall keine 100 Dollar kostet. Vielleicht musst du da zu dem Typen rein. Naja, okay. Vielleicht ist es auch wieder so ein Tutorial-Ding, dass die dann sagen, hier, Zielsetzung, bla, und danach kommt, ja, du musst vorher erst reparieren, du musst vorher erst sauber machen, bla, man weiß es ja nicht. Oder? Ja. Weiß man nicht. Das auch alles hat nur noch 26%. Aber das ist mir egal, für die Karten. So! So, stellen wir den schnell rein, holt leider auch noch. Weil ich weiß ja nicht, ob der Markt dann schließt, ob ich da noch reinkomme. Oder ob das Auto dann weg ist, ob du dann Pech hast. I have to eat something. Ja, mach ich gleich. Preis des Autos 6000, okay. Geht noch? Geht schon immer noch? Also ich weiß nicht, also klar, Simulation ist ja immer so ein bisschen, aber ob man das Essen und Trinken dann noch unbedingt braucht, ja, muss jetzt eigentlich nicht, aber hey. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Soll ich ganz ehrlich, weil da hast du mir die Autos eigentlich mehr als genug zu tun. Aber die wollen ja schon so eine Art Simulation, also eine richtig große Simulation aufziehen wahrscheinlich. So, können wir die Kiste hier. Natürlich auch mal geil, wenn der Sprit zu wenig ist, dass du dann mal bis zur Galerie kommst. Ja. Noch. Wie geht haben wir noch? 347. Tune die Kiste, Leute. Das war doch alles weit drüber, oder? Ja, klar. Moin, ich wieder. Könntest du eigentlich mal den Massenrabatt machen, Warsch, ne? Ah, schade. Gut, ja. Ich seh's nicht. Das Interieur kannst du gerade noch so bezahlen. Na dann. Ist aber auch also ein paar Hütten. Nitro. Mega gute Kasse, mega gute Kasse. Und gleich, warte. Ja, was kann ich für dich tun, mein Freund? Oh. Okay, deal. Ah ja, jetzt kommt's los, ja. Passen Sie ein Auto individuell an. Warum hat er noch bis drei Standard-Ficker?
Ich hab's doch schön. Na gut, wahrscheinlich, ja, wenn du es ordentlich verkaufst, gewaschen und so, ne? Da hat 2000 veranlasst. Ja, hat, da hatte ich 2,5 gekostet. Ja. Gut. Also das. So, da haben wir noch ein bisschen Geld gemacht, ja. Aber ich soll jetzt ein paar Auto individuell anpassen, das kannst du ja gar nicht leisten. Nee. Noch lange nicht, also. 4000 für die Mistkiste. Muss ja auch nicht immer sein. Also ich meine, die geben dir jetzt das Ziel vor, das heißt ja aber nicht unbedingt, dass du das mit dem nächsten Auto machen musst, sondern... Nee, genau, das heißt halt, das ist dein nächstes Ziel. Deswegen. Kann ja auch mal kurz gucken. Wie spät ist es jetzt? 19 Uhr. Was, kann man noch so, ja, Bogen brauchen wir jetzt nicht. Ne, das hat man, das war zu teuer. Das lohnt sich ja nicht, ja. Ja, ist halt deine Optik-Sache, ne? Wo du halt einfach sagst, kannst du ein bisschen individualisieren. 1200. Ach, hier hinten siehst du es dann. Ja, müssen verkaufen. Das ist aber cool, dass man es sieht, ja, dann. Ich komme. Ich komme. Ich plane nur schon weiter. Wenn ich dich über dich gezogen habe, kann ich dann endlich mal machen. Yes, good deal. Aber die ist schon pissig, weil das so teuer ist. Naja gut, 3 Sterne geht. So, ja, da haben wir doch, ich sehe es halt nicht, wie viel. 12.204. Eingenommen. Gut. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist ein Verkaufssimulator. Ich wollte jetzt gar nicht so groß weiterspielen. Weil es zieht sich natürlich jetzt noch, ne? Ja. Ja, wir haben jetzt auch schon mal Geschäftsbewertung 2 Sterne gekriegt. Es ist ja aufwendig, großer Simulator. Also man macht schon mehr, als man jetzt machen müsste. Ja, beim Autoverkauf mit der klonischen Sorts Essen zum Beispiel. Cool finde ich die Quest, dass du halt nebenbei auch noch Geld verdienen könntest. Beziehungsweise Quest meine ich nicht, sondern Jobs. Das gibt's auch noch, ja. Das ist nicht schlecht. Dass du Autos tun kannst, finde ich ganz cool. Und es ist halt echt mühselig am Anfang, ne? Du hast halt keinen Stand, keine guten Autos und bla bla bla, ist ja ganz klar, ne? Du levelst dich dann hoch Stück für Stück. Ich denke, das kann schon Spaß machen. Für Leute, die sowas feiern. Ist bis jetzt einer der aufwendigsten Autosimulatoren, die ich gespielt habe. Muss ich ehrlich zugeben. Ich, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also ich würde jetzt, wenn ich den Core for Sale Simulator da bei uns sehr gut angekommen ist, würde ich sogar besser finden als den hier, weil bei dem ist mir zu viel Schnickschnack ringsrum. Also ja, brauche ich halt nicht. Also da, das kann ruhig einfach bleiben und es einfach nur darum gehen, was es ist. Das Einzige, was hier deutlich besser ist, ist die Optik als solches. Zum Verhältnis, ja, zum Car for Sale Simulator. Aber ansonsten ist mir das zu viel Schnickschnack außerhalb vom Auto, Autoverkauf. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Wer das halt mehr möchte, der soll das halt auch tun. Genau, ich persönlich finde es besser, den hier, als den anderen. Einfach weil du, das ist halt ein Simulator und man muss man fairerweise auch so. Klunker mag keine Simulatoren. Für alle Leute, die Simulatoren aber mögen, habt ihr hier genug zu tun, weil das ist immer das Problem, Simulatoren. Ihr habt halt ein Geschäft zum Beispiel, müsst Waren einkaufen, verkaufen. Einkaufen, verkaufen, das war's. Dann geht ihr schlafen, einkaufen, verkaufen und so weiter. Macht auch viel Spaß. Hier habt ihr noch ein bisschen was drumherum, ne? Wie gesagt, ihr könnt noch Kurier machen, ihr könnt das machen, müsst euch Essen kaufen. Wie gesagt, ob man das jetzt braucht, die andere Seite, aber kann man alles machen. Kann die Autos auch noch tunen, kann das dann sich neue Geschäfte kaufen. Also für einen Simulator bietet das schon sehr, sehr viel. Wo du bei dem anderen halt einfach diese stumpfe Auto verkaufen hast. Das ist halt eine Geschmackssache, wie der Klunker schon sagt. Ich finde den tatsächlich besser. Kommen wir zur Bewertung. Kriegt von mir auf jeden Fall eine gute 6,5. So ein Simulator, würde ich sagen. Einfach, weil es eine innovative Idee ist, weil du viel machen kannst. Ob es einem gefällt oder nicht, es sei dahingestellt. Aber die Ideen sind nicht schlecht, die sie eingebaut haben. Gerade, dass du mal Autos tunst und so. Optisch ist es, ja, okay. Ist ein Simulator, ne? Aber es ist halt alle auch ein bisschen was noch nicht so richtig schlüssig. So. Aber ich denke, man hat eine Weile zu tun, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht einschätzen, so wirklich. Also von 0 von 10 wäre ich hier bei Mittelmaß, so 5 von 10 und
Also ich kann es aber wirklich, es ist für mich schwer zu bewerten. Ja, weil du auch nicht so das Simulatoren-Fan bist mit dem Aussagen. Ja, das kann man so nicht sagen. Wir spielen ja, wie gesagt, wir haben ja schon einige gespielt, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Aber es gibt halt verschiedene Simulatoren, die ich halt auch grundsätzlich von ihrem, wo das Spiel grundsätzlich erstmal nichts dafür kann, aber wo halt das Thema mich halt auch null interessiert. Also wenn jetzt halt, also zum Beispiel der Laubblas-Simulator, den fand ich zwar witzig, weil wer kommt auf solchen Mist, aber er war halt scheiße. Und ich weiß, keine Ahnung, es ist halt einfach, wer kommt überhaupt nicht auf eine Idee, einen Laubblas-Simulator zu machen, so jetzt mal blöd gesagt. Ja, also das kommt da immer auf die Art des Simulators drauf an und ich finde, da gibt es schon extreme Unterschiede. Aber wer halt Autos gern verkauft, für den ist es vielleicht ja was. Warum nicht? Ja, richtig. Ich denke mal an den Tankstellen-Simulator, da hast du halt auch viel zu tun mit Reinigen und sowas. Das hast du hier zum Beispiel nicht. Es gibt da auch viel Müll fortschaffen und so weiter und so fort. Man weiß auch nicht, wie es noch weitergeht, wenn man dann seine Lounge ausgebaut hat hier, dass da vielleicht mehr Leute drin sitzen oder so. Du wirst wahrscheinlich schon ein sehr großer Autogigant werden. Ob das dann hinten aus noch Spaß macht, wird sich zeigen. Ja, wenn er einen bunten Klunker, der bunter Klunker, nicht der beste Reim, der mir eingefallen ist, da mal ein Auto kaufen wollt, der kommt gerne mal vorbei. Ansonsten lasst auch gerne mal einen Daumen da. Oder im Bestfall ist sogar eine 5-Sterne-Bewertung. Ich sag danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit euch. Tja, was soll man machen? Nehmt euch auf alle Fälle keine Beispiele an den Preisen, die es hier gibt. Bezahlt nicht für eine Pizza $100, denn die haben alle eine Macke. Also, bis zum nächsten Mal, Leute.